Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Sister Wheel. Nee, The Magical. Nee, The Cosmic. The Cosmic Wheel Sisterhood. Das letzte Mal hatten wir Grete zu Besuch und jetzt haben wir. Oh, da ist ja noch jemand. Ah, warte mal, die kennen wir doch. Dahlia. Hey, Fortuna. Wie ist es mit Grete gelaufen? Ich habe mir selbst ein paar Gedanken gemacht, wie ihr zu helfen wäre, aber ich könnte deinen Rat gebrauchen. Sag Bescheid, wann ich dich besuchen kann. Wir haben aber erst noch die Spinne, und zwar diese Luise, von der wir eigentlich nicht so ganz wissen, wer es ist. Gucken wir mal, was die will von uns. Die hat vier Arme. Ach, sie ist wirklich eine Spinne. Willkommen. Willkommen. Hallo. Wie heißt du? Fortuna, du heißt Fortuna. Tut mir leid. Es tut mir leid. Freut mich, dich kennenzulernen. Du bist Luise, stimmt's? Kein Grund, so nervös zu sein. Jede Freundin von Jasmine ist hier willkommen. Tut mir leid. Ich habe nur schon so viel von dir gehört, dass es mir jetzt vorkommt, als würde ich einen Promi begegnen oder so. Ach ja, was hast du denn gehört? Nur Gutes, keine Sorge. Vor allem von Jasmine. Sie liebt dich und sie hat dich sehr vermisst, weißt du? Ich habe sie auch unheimlich vermisst. Atme doch mal tief durch und erzähl mir dann ein bisschen von dir, hm? In Ordnung, entschuldige. Ich heiße Luise und, tut mir leid, mir fällt nichts ein. Kein Problem. Wie wär's, wenn ich dir ein paar Fragen stelle? Ging das in Ordnung? Ja, das klingt gut, danke. Mal sehen, woher kennst du Jasmine? Ah, sie hat mich beauftragt, ein besonderes Netz zu weben, mit dem sie in ihrem Gewächshaus Tau sammeln wollte. Das ist eines der Projekte, auf die ich sehr stolz bin. Der mit dem Netz gefilterte Tau eignet sich erstaunlich gut als Grundsubstanz für alle Arten von Tränken auf Blumenbasis. Jasmines Gebräue sind infolge meines Beitrags ziemlich beliebt geworden. Es ist Jahrhunderte her, dass ich etwas von Jasmine hatte. Ich kann es kaum erwarten, diese verbesserte Version auszuprobieren. Wir haben zusammen auch magische Teebeutel entwickelt, die den Duft von Trockenmischung verstärken. Das ist echt toll. Jetzt wird mir klar, warum ihr beide euch nahesteht. Ihr seid sehr erfinderisch, sowohl du als auch Jasmine. Es muss eine große Freude sein, jemanden zu finden, der die gleiche Leidenschaft teilt. Das ist es wirklich. Mit Jasmine habe ich immer eine Menge Spaß. Prima. Weitere Fragen? Mal sehen. Was ist denn dein Spezialgebiet? Oh, genau. Ich bin Markweberin. Ah, das klingt toll. Was genau machst du? Ich kann die Entelechie von Sterblichen ernten. Das ist so eine magische Substanz, die jemandes Verhalten und Wünsche bestimmt. Ein einzelner Sterblicher bringt kaum genug Garn hervor. Doch wenn man eine Gemeinschaft mit einem ergiebigen, kollektiven Unterbewusstsein findet, kann man Kleidungsstücke daraus weben. Ui, das kann ich mir schwer vorstellen, aber es klingt amüsant. Und ich nehme an, die von dir hergestellten Kleidungsstücke verfügen über magische Eigenschaften. Stimmt. Es kommt darauf an, welche Art von Gemeinschaft man das Garn entnimmt. Der aus einer Gruppe von Künstlern gewonnene Stoff beispielsweise ließe sich zu einem schönen, die Kreativität des Trägers anregenden Schal verarbeiten. Das gefällt mir schon mal sehr. Ich werde bei Gelegenheit mal was für dich weben. Welche Art von Intelligie wäre dir am liebsten? Die von Astronauten. Oha, mich hat noch nie jemand gebeten, von denen zu ernten. Jetzt bin ich gespannt, was wohl daraus wird. Wenn es sich ergibt, bringe ich dir was Schönes als Dankeschön dafür vorbei, dass du mich empfangen hast. Vielen lieben Dank. Möchtest du sonst noch etwas wissen? Bei dir klingt es so, als wäre das ein Verhör. Nein, tut mir leid, alles in Ordnung. Aber es ist leichter für mich, wenn du mir Fragen stellst. Klar doch. Mal sehen. Weshalb suchst du mich eigentlich auf? Ja, kommen wir lieber zur Sache. Ich bin genau wegen meiner Fähigkeiten als Markweberin hier. Wie erwähnt, variiert die Entelechie des Sterblichen in Abhängigkeit von ihrer Gemeinschaft und dem Leben, das sie führen. Das Universum bietet genug verschiedene Umfelder, um stets eine geeignete Energie für jeden Zweck zu finden. Aber natürlich kann man das Ganze auch abkürzen, indem man Sterbliche dazu bringt, die gewünschte Substanz zu erzeugen. Man könnte dem Wasservorrat einer Gemeinschaft etwas Lustserum hinzufügen, um von ihren Orgien enorme Mengen an sexueller Energie zu ernten. Nettes Beispiel.
Nicht, dass ich das öfter als einmal versucht hätte. Gewöhnlich bevorzuge ich naturreine, chaotisch hervorgebrachte Entelechie. Die Sache ist jedoch die, Edana hat in einem meiner Projekte großes Potenzial erkannt. Es begann, als die Menschheit gezwungen war, überall auf dem Planeten Erde riesige, überkuppelte Städte zu bauen. Das liebe ich zum Beispiel an diesem Spiel oder generell. Die Entscheidung, die wir am Anfang getroffen haben, die zieht sich jetzt durch das ganze Game. Und ja, es hat wirklich Auswirkungen. Ist echt cool. Zahlreiche Projekte kamen zu spät in Gang und eine Unzahl von Städten verschwand im unerbittlichen Vormarsch der sengenden Sandstürme. Dann versammelten sich die Überlebenden um die funktionierenden Kuppeln und kämpften um deren Ressourcen. Ich verspürte den unweigerlichen Drang, dieses gewaltige Ereignis mitzuerleben. Eine jenseitige Energie trat zutage. Und so verbrachte ich Jahrzehnte damit, Garn daraus zu spinnen. Zufälligerweise lässt sich aus dieser Substanz eine äußerst effektive Waffe zum Einfang von Behemoths herstellen. Was? Wirklich? Wie das? Die Intelligie der Erde war stark verunreinigt. Es war, als wäre das Schicksal des gesamten Planeten irgendwie besiegelt worden. Und Behemoths sind äußerst empfänglich für wirklichkeitsverändernde Künste. Ich habe aus der Substanz ein Netz gewebt, ähnlich dem von Gladiatoren. Einem darin verstrickten Behemoth wird seine Magie entzogen. Man kann auch ordentliche Schutzrüstungen gegen Behemoth-Zauber daraus anfertigen. Und warum ist Edana derart versessen darauf, so etwas zu entwickeln? Die kosmischen Echos haben sie gewarnt, dass Behemoths den Zirkel bedrohen werden und sie möchte entsprechend vorbereitet sein. Das Problem ist, selbst aus einem so ungeheuren Phänomen konnte ich nur genug Garn für ein Set aus Netz und Rüstung gewinnen. Und Edana hat vor, eine riesige Waffe zu entwickeln, um Behemoths vollständig von dieser Existenzebene auszulöschen. Ich glaube nicht, dass ich das Zeug dazu habe, die Sache durchzuziehen. Was genau ist dafür nötig? Edana hat herausgefunden, dass die wirklichkeitsverändernden Künste, die den Planeten einschließen, sich jedem Versuch, Konflikte in der neuen Gesellschaft anzuregen, widersetzen. Als wären alle programmiert, den Status quo zu erhalten. Bei diesem Vorgang zeigt die Intelligie der Menschheit wieder die Charakteristika, die sie während des gewaltigen Wandels aufwies. Und ich kann sie ernten. Und was sollst du? Edana hat mich beauftragt, den dritten Weltkrieg auszulösen. Das ist furchtbar. Wir dürfen das nicht zulassen. Ganz genau. Aber ich möchte Edana nicht verärgern. Es war bereits die Rede davon, dass ich aus dem Zirkel ausgeschlossen werde, sollte ich die Erwartungen nicht erfüllen. Gibt es da keinen Ausweg? Das ist absolut unfair. Edana treibt es zu weit. Sehen wir uns an, was die Karten zu sagen haben. Erzähl mir, was genau du die Karten fragen möchtest. Zunächst einmal die wichtigste Sache. Was soll ich mit der Erde machen? Das heißt, falls ich überhaupt irgendwas mit ihr machen soll. In Ordnung. Und dann, das ist mir ein bisschen peinlich, aber ich habe mich in einen Sterblichen verliebt. Das ist doch toll. Die Sache ist die, er weiß nicht, dass ich eine Hexe bin. Ich zeige mich ihm in Gestalt einer gewöhnlichen Frau. Das wollte ich auch gerade fragen, wahrscheinlich kann sie sich verwandeln. Er ist ein Plünderer, der außerhalb der Kuppeln überlebt. Er hat kein einfaches Leben. Das bricht mir das Herz und ich wünschte, ich könnte ihn retten. Doch ich habe Angst, ihm mein wahres Wesen zu zeigen. Er hat sicher bemerkt, dass irgendwas an mir anders ist und trotzdem, das ist also eine weitere Frage. Was soll ich hinsichtlich meines sterblichen Geliebten unternehmen? Mein Rat lautet, sich nicht an Sterbliche zu binden. Sie welken zu schnell dahin. Aber klar, sehen wir uns an, was die Karten zu ihm zu sagen haben. Ja, bitte. Boah, jetzt bin ich gespannt. Ist auch interessant, dass Edana so eine keine so gutmütige Hexe ist. Aber naja. Außerdem möchte ich gerne wissen, wie ich mit Edana umgehen soll. Mit ihr umgehen? Sie wird sich bestimmt furchtbar aufregen, wenn sie herausfindet, dass ich nicht mitmachen möchte. Ich will nicht ausgeschlossen oder verbannt werden. Gibt es eine Möglichkeit, ihren Zorn zu entrinnen? Cool, wir haben zum ersten Mal drei verschiedene Sachen. Ich wünschte, ich wüsste es. Das wird sehr schwer. Aber die Karten sind wirklich neuartig. Vielleicht finden sie eine Lösung. Ich mische sie jetzt. Denk weiterhin an deine Fragen. Oh, die Seele des Opernhauses lassen alle Bedeutungen jedem Song widerhallen. Okay, Führung, Entdeckung, Entschlossenheit, Rechtmäßigkeit, Versuchung, Zufriedenheit. Das geben wir der Erde.
Du musst andere Methoden finden, die Wirklichkeit aufzuwirbeln. Nicht nur mit Krieg lässt sich die bestehende Ordnung erschüttern. Rufe statt eines globalen Krieges kleine Konflikte hervor. Das ist voll böse. Nee, ich will aber... Nee, ich glaube, ich möchte das. Dass sie andere Methoden finden muss. Oh, auf diese Weise habe ich es noch nie betrachtet, aber... Das ist leichter gesagt als getan. Möchtest du, dass ich eine weitere Karte ziehe, um nach Ideen Ausschau zu halten? Ui, ist das mit deinen neuen Karten möglich? Natürlich, wir können jedem gewünschten Gedanken nachgehen. Oh, wie cool! Oh, das ist sehr, sehr cool, Leute, dass wir jetzt mal, dass es so weitergeht. Das Lesen in den Karten dient nicht immer dem Wahrsagen. Ich habe sogar das Gefühl, dass die Karten am besten funktionieren, wenn man sie zum inneren Abwägen nutzt. Das ist ja klasse. Okay. Wir gehen den Weg allein und alle sehen dabei zu. Sie bewahren Wissen und erinnern sich an Verbrechen. Die Ätherflügel erhöhen für alle sichtbar die Arkana. Führung, Entdeckung, Gerechtigkeit, Vorbestimmung, Glück. Wir gehen mal erstmal zur Erde. Wir machen mal die Erde fertig. Verzaubere ein Buch so, dass es unter den Erdlingen extrem beliebt wird und sie dazu bringt, ihr Verhalten ändern zu wollen. Gewähre einigen Sterblichen besondere magische Fähigkeiten, mach sie zu Heiligen, die Wunder für andere bewirken können. Das mit dem Buch klingt schon funny, wir nehmen das. Hui, was für eine abgefahrene Idee. Dem Schicksal der Erde wird es schwerfallen, das wieder zu richten. Die wirklichkeitsverändernde Entelechie wird aus dem Planeten überquellen. Das gefällt mir sehr. Wenn du die Dinge als Hexe lösen willst, dann steh dazu, Luise. Dieses Universum ist groß, doch Gedanken können noch größer sein. Meine Mentorin hat immer gesagt, dass es endlos viele Lösungen für ein Problem gibt. Und mehr als jeder andere sind es wir Hexen, die so viele wie möglich in Erwägung ziehen sollten. Das ist wirklich eine nützliche Lektion. Ich werde sie würdigen. Danke deiner Mentorin von mir. Und vielen Dank dir und deinen wundervollen Karten für die Lösung. War uns ein Vergnügen. Okay, weiter geht's. Was machen wir mit ihrem... Lover. Oh, das ist keine... Meistens haben wir da immer negative Sachen. Entführe ihn und lass ihn in deinem Heimatbereich leben. Offenbare ihm dein wahres Wesen, er wird es verstehen und dich noch mehr lieben. Er liebt dich nicht, er nutzt dich nur aus, weil du für ihn sorgst. Nee, ich find's schön. Wir sagen ihm, dass er sie liebt und sie versteht. Offenbare ihm dein wahres Wesen. Was? Wirklich? Das sagen die Karten und ich habe noch nie erlebt, dass sie sich irren. Beim Kosmos, das sind ja fantastische Neuigkeiten. Wie soll ich dabei vorgehen? Es bei ihm beim romantischen Abendessen erzählen? Soll ich ihn mit einem farbenfrohen Zauber überraschen? Im Bett? Wie auch immer ihr den Augenblick am besten genießen könnt. Vielen lieben Dank, Fortuna. Und jetzt, wie gehen wir mit unserer Chefin des Zirkels um? Abfindung. Unterstützung, Erfolg, Beurteilung, Prüfung, Zufriedenheit, Ablehnung. Oh Gott, das könnte alles sein. Ich bin sehr gespannt. Öffne dich, Edana. Sie wird überraschend verständnisvoll reagieren und gemeinsam mit dir versuchen, einen Mittelweg zu finden. Wenn du nicht wenigstens kleine Fortschritte erzielst, wird sie dich bestrafen. Tu, was du kannst, wie lange es auch dauert. Keine Sorge, schon bald wird etwas geschehen, wodurch Edana nicht mehr dein Problem sein wird. Oh mein Gott, ja, wir nehmen das hier. Was? Wirklich? Die Karten haben gesprochen. Ich kann nichts sagen, was bevorsteht, doch du musst nichts weiter unternehmen. Ich bin selbst schon gespannt darauf. Ich hoffe, es bedeutet auch für mich etwas Gutes. Du meine Güte, hoffentlich bewahrheitet es sich. Edana ist für viele von uns zu einem Ärgernis geworden. Das könnten tolle Neuigkeiten für alle sein. Hoffe ich. Das hört sich an, als würde sie sterben, aber okay, wenn wir das gut finden. Lass uns zu den Sternen beten. Was soll ich denn jetzt hinsichtlich der Erde unternehmen? Was auch immer du willst. Falls du sie ausbeuten möchtest, haben die Karten dir einen Weg angeboten. Doch niemand wird dich zwingen, das zu tun. Alles klar, prima. Puh, das war eine ganz schön heftige Sitzung. Ich habe mir schon wahrsagen lassen, aber so hat es sich noch nie angefühlt. Du bist wirklich völlig anders, Fortuna. Freut mich, wenn ich helfen kann. Ich werde dir Bescheid geben, wie das Ganze sich entwickelt. Jedenfalls, sofern es dir recht ist, dass ich noch einmal vorbeikomme. Du bist in meinem Haus stets willkommen, Luise. Jede Freundin von Jasmine ist doch meine Freundin. Gleichfalls. Nun, ich bin ein bisschen erschöpft nach so viel Wahrsagung. Bis bald. Das war ja richtig strange. Aber irgendwie auch cool. Ich mag sowas. Also es macht mir schon Spaß. Und das ist, also was ich mich halt frage ist,
was wäre gewesen, wenn wir die Karte auf einen anderen Platz gelegt hätten? Wenn es eine andere Karte gewesen wäre, die wir gezogen hätten? Wären es andere Möglichkeiten gewesen? Wären es die gleichen gewesen? Wie können wir, also es ist auch schwer, finde ich, bei 3 oder 4 Sachen dann auch das Richtige zu entscheiden. Also was ist das Richtige in dem Fall? Naja, Dahlia kommt nochmal zu Besuch. Sie will wissen, wie es gelaufen ist. Hallöchen, Forta. Hallo, Dahlia. Ich weiß, es ist 2 Jahrhunderte her, aber ich mag Abkürzungen meines Namens immer noch nicht. Oh Mist, ich dachte, Forta würde gehen. Wir haben das schon zu oft durchgekaut. Ich mag Fort nicht, ich mag Forti nicht und ganz besonders mag ich Tuna nicht. Aber Tuna ist so niedlich. Nicht lustig. Schon gut, schon gut. Du hast also eine Möglichkeit gefunden, Grete zu helfen? Genau. Ich habe zu einigen Exorzismusmethoden recherchiert und dabei habe ich zensierte Texte entdeckt. Obwohl Mehemots nicht ausdrücklich erwähnt werden, könnten sie die perfekte Lösung für diesen Fall sein. Es ist möglich, außerdimensionale Wesen buchstäblich von einer Hexe abzutrennen. Ach ja? Wie? Mit einer verzauberten Klinge. Ich werde einen Dämonenknochendolch anfertigen, um den Bastard wegzuschneiden. Das klingt gefährlich. Ich kenne mich mit Messern aus, vertrau mir. Stimmt, du hast recht. Und du hast erwähnt, dass du meine Hilfe dabei brauchst? Korrekt. Um die Wirksamkeit des Rituals zu steigern, muss ich den Dolch mit einer zu Grete passenden Essenz erfüllen. Und da du sie mit deinen wunderbaren Karten durchleuchtet hast, wollte ich wissen, ob du mir vielleicht die richtige Energie nennen kannst. Aber solltest du das nicht am besten wissen? Du kennst Grete schon viel länger als ich. Ich weiß. Trotzdem steige ich bei ihr nicht ganz durch. Sie ist so mit sich selbst beschäftigt, immer auf ihre Projekte konzentriert. Mir ist klar geworden, dass ich das eigentlich nicht sagen kann. Du brauchst mir nichts Vertrauliches mitzuteilen, aber ich habe selbst erlebt, wie einschneidend deine Wahrsagung sein kann. Du hast für sie doch aus den Karten gelesen, oder? Ja. Perfekt. Dann dürfte deine Einschätzung besser sein als meine. Mit welcher Energie soll ich den Dolch erfüllen? Boah, Architektur. Nee, vielleicht nicht, aber ich dachte jetzt gerade so an Angst oder Philosophie. Individualismus finde ich passt gar nicht. Philosophie. Oho, das klingt gut. Ich bin viel zu schlicht, um auf so eine Essenz zu kommen. Bei mir geht's um Furcht und Stärke und Freude. Ich hätte erstmal gar nicht gedacht, dass Philosophie überhaupt eine Art von Essenz ist. Also gut. Ich werde den beeindruckendsten Dolch anfertigen. Wart's nur ab, Grete. Okay, der Besuch ging schneller vorbei, als ich dachte. Wow, tschüss, Dahlia. Okay. Oh, habe ich nicht gesehen, dass wir noch was haben. Liebe Fortuna, herzlichen Dank, dass du meiner Freundin Luise geholfen hast. Ich hoffe, sie hat dich nicht gestört. Ich hätte nie gedacht, dass sie es wagt, sich direkt an dich zu wenden. Ich würde gerne wissen, wie es zwischen euch beiden gelaufen ist. Kann ich vorbeikommen? Wow, heute haben wir aber viel Besuch. Na dann, Jasmine, come on! Hallo Fortuna, wie geht's dir? Gut, denke ich. Freut mich, dich zu sehen. Ach, es ist so schön, dass wir einander wieder auf diese Weise treffen können. Ich wünschte nur, ich bekäme deinen Garten wieder zu Gesicht. Er muss nach all der Zeit wunderschön sein. Ich bin ziemlich stolz auf ihn. Zu gegebener Zeit werde ich dir gern alles zeigen. Vorerst habe ich dir das hier mitgebracht. Eine blaue Iris. Oh, die ist schön, vielen Dank. Diese Blume ist ein Hoffnungsbringer, ein Talisman der Zuversicht, Weisheit und Erkenntnis. Ich habe mir vorgestellt, sie würde die Energie dieses Raums verbessern und dir bei deinen Wahrsagungen helfen. Sie gefällt mir sehr gut, vielen lieben Dank. Und die Blume steht jetzt genau hinter ihr, voll süß. Luise ist dich also besuchen gekommen. Ganz genau. Es tut mir sehr leid, ich hätte das mit dir absprechen sollen, bevor ich es jemandem erzähle. Ich wollte bloß die Freude darüber teilen, meine Freundin zurückzuhaben. Ich hatte nicht erwartet, dass sie einfach bei dir hereinschneit. Schon gut, mach dir darüber bitte keine Gedanken. Sie scheint ein nettes Mädel zu sein.
Sie ist eine sehr sanftmütige Seele. Ich hoffe, du konntest ihr helfen. Naja, sie ist in einer ziemlich heiklen Lage, um ehrlich zu sein. Oh, steckt sie in Schwierigkeiten? Was ist los mit ihr? Nee, ich würde sie eigentlich gesagt, ich bin eine Wahrsagerin und ich glaube, so ähnlich wie bei Therapeuten werden wir Patientengeheimnis bewahren und diese Sachen nicht offenlegen. Beratungsgespräche sollte ich nicht offenlegen. Oh, tut mir sehr leid. Frag sie lieber selbst. Wenn es ihr nichts ausmacht, darüber zu sprechen, erzähle ich dir gern mehr. Da hast du völlig recht. Ich werde ihr einen Besuch abstatten und schauen, was los ist. Sie wirkt in letzter Zeit ein bisschen gestresst. Ja, sie könnte die Hilfe gebrauchen. Am besten gehe ich gleich zu ihr. Brauchst du etwas? Schon gut, geh nur. Tschüss. Warte noch mal einen Augenblick. Hm, was gibt's? Eine Hexenfreundin, Grete heißt sie, könnte ein paar Kräuter gebrauchen. Oh, du hast die Architektin Grete kennengelernt? Dalias Freundin? Sie hat nie Zeit für mich. Jetzt bin ich eifersüchtig. Es war ein geschäftlicher Besuch. Sie scheint eine sehr beschäftigte Hexe zu sein. Und was braucht die fantastische Grete von mir, wenn sie nicht einmal Zeit hat, mich persönlich darum zu bitten? Oh je, jetzt bist du ja wirklich eifersüchtig. Also sie bittet um gar nichts. Ich bitte dich als meine Freundin, dass du mir hilfst, ihr zu helfen. Schon gut, für dich tue ich alles. Wofür sind die Kräuter bestimmt? Sie sollen ihre geistige Anspannung lockern. Ehrlich gesagt würde ich ihr nicht erzählen, dass ein Behemoth mit ihr verschmolzen ist. Hat sie Stress oder... Sie ist sehr besorgt wegen eines persönlichen Problems. Ich suche nach einer Möglichkeit, sie zu heilen. Aber mit welchem Ritual wir es auch versuchen werden, es würde helfen, wenn sie entspannt wäre. Verstehe. Nun, geistige Unruhe ist ein ziemlich verbreitetes Leiden. Ich habe etwas dabei, das helfen könnte. Ach ja? Bacoba Moniri. Vermischt mit Kamille. Gieß es mit ein wenig Zitrone oder Honig auf und lass Grete es trinken, während sie an ein Spielzeug denkt, das sie als sterbliches Kind liebte. Das hat bisher noch immer gewirkt. Vielen lieben Dank, Jasmine. Das ist genau das, was ich brauchte. Keine Ursache. Und vielleicht lässt Grete sich ja herab, mir nächstes Mal persönlich zu danken? Hast du auch Kräuter gegen Eifersucht? Sie sind für eine Freundin von mir. Sei still. So, ich muss jetzt los. Danke nochmal. Auf Wiedersehen. Cool. Sehr schön. Neuer Besuch. Kurze Frage, wir können nicht auf diesen Kessel klicken, ne? Mann, ich will so gerne auf den Kessel klicken. Okay. Liebe Fortuna, Dalia hat mir einen magischen Dolch für einen Exorzismus gegeben. Hast du noch etwas herausgefunden? Kann ich vorbeikommen, damit wir gemeinsam ein Ritual durchzuführen versuchen? Sei umarmt, Grete. Boah, was heißt das denn jetzt? Exorzismus? Wir sind doch Hexen. Wieso machen wir sowas? Okay. Ja, Grete, let's go. Hallo, wie fühlst du dich? Verdorben. Der Behemoth beginnt meine Gedanken zu vergiften und mir gefällt nicht, wie mächtig sich das anfühlt. Möchtest du die Sache immer noch durchziehen, oder? Natürlich möchte ich. Ich bin viel zu stolz, um diesen außerdimensionalen Arschloch die ganze Anerkennung zu überlassen. Das kann ich nachvollziehen. Gut, was hast du herausgefunden? Lass uns alles nutzen, was wir in unserem Arsenal haben. Im Mittelpunkt des Rituals steht Dalias Dämonenknochendolch. Er ist ein wahres Kunstwerk. Hier, sieh mal. Wunderschön. Wie kann Dalia nur so begabt sein? Sie sagte, du hast ihr bei der Anfertigung geholfen, stimmt das? Ich habe lediglich eine Erkenntnis mit ihr geteilt. Was betreffend? Sie wollte wissen, welche Art von Essenz sie zum Verzaubern des Dolches verwenden sollte, um eine Klinge zu erschaffen, die größtmögliche Verbundenheit mit dir aufweist. Oh, super, deswegen hat sie die Klinge also Schneide der Philosophin genannt. Ich schätze, ich bin letztlich mehr Philosophin als Architektin, was? Du baust Schreine der Kontemplation, um dich förmlich darin einzuschließen und nachzudenken. Wohl wahr. Wenn man es von außen betrachtet, ist es so offensichtlich. Vielleicht sollte ich aufhören, mich als Hexenarchitektin zu bezeichnen, Du baust förmlich Schreine der Kontemplation, um dich darin einzuschließen und nachzudenken. Auch wieder wahr. Also, zunächst einmal, bist du einverstanden, dass ich eine
eine Fatumantinnenscheibe beschwöre, um unsere Erfolgschancen zu überprüfen? Natürlich, aber was ist eine Fatumantinnenscheibe? Ach klar, sie wurde vor etwa 80 Jahren von Junresha, der Mathematikhexe, erfunden. Deswegen wirst du nicht davon gehört haben. Es handelt sich um ein besonderes Siegel, das Schicksalsstränge ausliest. Wenn du an einem wichtigen Wendepunkt deines Lebens stehst, kannst du deine Seele an die Scheibe binden, um die Wahrscheinlichkeit des gewünschten Ergebnisses zu ermitteln. Okay, eigentlich ganz cool. Ui, das gefällt mir. Klingt nach einer tollen Ergänzung für meine Karten. Kurz gesagt, können wir die Effektivität unserer Aktion während des Rituals ablesen. Es mag jedoch vielleicht nichts ändern, die Prozentchance zu kennen. Es dient eher dem Seelenfrieden. Ganz im Gegenteil, das klingt sehr nützlich. Nach dem dritten Grundsatz der Wahrsagung werden die Chancen durch das Feststellen der Chance bereits geändert. So habe ich das nicht betrachtet. Ich hoffe, es wirkt sich positiv auf die Chancen aus. Hier ist jedenfalls die Scheibe. Oh, meine Chancen stehen nicht so gut, wie ich gehofft hatte. 18%. Es ist keine Kleinigkeit, einen BMO zu exorzieren. Doch wir haben noch nicht alles berücksichtigt. Wenden wir das Schicksal zu unserem Gunsten. Du hast recht, ich muss stark sein. Zunächst einmal habe ich meine Freundin Jasmine um Kräuter gebeten, die dir zu innerer Ruhe verhelfen können. Damit sollst du dich besser auf das Ritual konzentrieren können. Riecht gut. Du musst den Aufguss trinken und dabei an ein Spielzeug denken, das du als sterbliches Kind geliebt hast. Ich habe meine Legosteine wirklich geliebt. Aber am allerliebsten hatte ich meinen Plüsch-Jake aus Adventure Time. Ich weiß nicht, was das ist, aber auf dein Gesicht hat es eindeutig bereits gewirkt. Ich fühle mich weniger angespannt, ja. Schau, die Anzeige der Fatumantinnen-Scheibe, boah, ist das richtiges, ein richtiger Zungenbrecher, hat sich leicht erhöht auf 24%. Es funktioniert. Gut, danke Jasmine von mir. Ich glaube, es ist besser, wenn du dich selbst bei ihr bedankst. Klar, werde ich gerne machen. Also gut, kannst du mit mir die Einzelheiten des Rituals durchgehen? Es ist unkomplizierter, als ich gedacht hätte. Dahlia hat den größten Teil der schweren Arbeit bereits erledigt, indem sie diesen prachtvollen Dolch angefertigt hat. Du musst mir die Klinge in die Brust einführen. Ich? Versuch es hinzubekommen, dass eine Seite der Klinge mein Fleisch berührt und die andere Seite den Behemoth. Ich habe noch nie im Leben auf jemanden eingestochen. Es geht weniger um Stechen. Ich stelle es dir als präzise Küchenarbeit vor. Du kochst doch, oder? Naja, ich kenne mich mit Küchenmessern aus, aber das hier... Ich kann es nicht selbst machen, Fortuna. Ich glaube an dich. Warum rufen wir nicht Dahlia und lassen sie das übernehmen? Nein, ich möchte, dass du es machst. Ich spüre eine besondere Verbindung zu dir. Schau, die Prozentanzeige auf der Scheibe ist gestiegen, nur weil ich es dir erklärt habe. Wir sind auf dem richtigen Weg, 30%. Dahlia hat mir gesagt, dass das Ritual effektiver sein wird, je stärker unsere Verbindung ist. Ich habe mich dir auf eine Weise geöffnet, wie ich es schon ewig nicht mehr gemacht habe. Ich denke, unsere Verbindung könnte rasch gestärkt werden, wenn du mir jetzt etwas Vertrauliches über dich erzählst. Je weniger Leute davon wissen, desto besser. In Ordnung. Verrate mir etwas Unbekanntes über dich. Ich habe einen Behemoth beschworen, das sagen wir ihr safe nicht. Ich habe in der Verbannung mehrmals versucht, mich zu töten. Ich habe eine Schwester, ihr Name ist Patrice. Früher hatte ich einen Imbisswagen. Das haben wir nicht mal Dahlia erzählt. Das würde ich jetzt ungern Grete erzählen. Wir reden über unsere Schwester. Ich habe eine Schwester, ihr Name ist Patrice. Ach ja? Du kommst mir nicht vor wie jemand, der eine Schwester hat. Wie ist sie so? In jeder Hinsicht besser als ich. Sie ist mutig, tapfer, klug. Bislang klingt das, als würdest du dich selbst beschreiben. Vielleicht, aber sie ist nicht nur stark, sie ist eine Naturgewalt. Sie hat ein ganz klares Selbstverständnis. Sie weiß, was sie will. Es muss toll sein, so eine Schwester um sich zu haben. Eigentlich ist sie nicht mehr da. All das, was ich dir erzähle, sind Sachen, die ich ihr nicht ins Gesicht sagen konnte. Wir sind unter nicht so schönen Umständen getrennte Wege gegangen. Verstehe. Nach dem, was du durchgemacht hast, 200 Jahre Isolation, meinst du, du könntest ehrlich mit ihr reden, falls du ihr wieder begegnen würdest? Darüber habe ich nicht wirklich nachgedacht. Die erste Emotion, die mir in den Sinn kommt, ist Charme. Oh, jetzt würde ich gern wissen, was zwischen denen passiert ist, aber das finden wir bestimmt noch heraus. Ich schäme mich dafür, dass es so mit mir gekommen ist. Ich denke, sie wäre enttäuscht von mir. Hey, was redest du denn da? Du bist das Opfer in dieser ganzen Sache. Scheiß auf Edana, du bist die Beste. Ja, gewöhnlich denke ich auch so. Aber wenn ich mir meine Schwester nur vorstelle, schäme ich mich. Ich weiß nicht. Ich kann das nicht ganz verstehen, aber ich unterstütze dich.
Danke, dass du dich mir geöffnet hast. Danke, dass du zugehört hast. Zeit, dass ich unters Messer komme? Oh, wir sind auf 49%, Leute. Ich bin noch nicht bereit. Bereiter als jetzt wirst du nie sein. Und ich bin bereit, die Folgen hinzunehmen. Nur... Lass mich 1-2 Minuten meditieren, damit ich mich sammeln kann, okay? 2 ganze Minuten? Klar, die habe ich. Vielen Dank. Der Augenblick der Wahrheit. Hast du eine Entscheidung getroffen? Möchtest du für den Namen des Behemoths bezahlen? Boah, Leute, ich find's schwierig, weil... Meine Angst ist, dass sie es nicht schafft. Wenn ich jetzt sage nein, schaffen wir es. Die Freundin wird sterben, glaube ich. Ich bin ein Mensch, ich gehe nicht gern auf Risiko. Wie ist das mit euch? Wie würdet ihr euch entscheiden? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Ich entscheide mich für ja, wir nehmen die Hilfe an. Ja. Dann lass mich deine Energie aufnehmen. Ah, es war jetzt rechts oben und rechts unten die Elemente, die genommen worden sind. Köstlich. Ah, der Duft des Konflikts. Hiermit gebe ich den Namen meines Geschwisters preis. Geterian. Danke, Abrama. Stehe dir zu Diensten. Bist du noch da? Ja, ich bin bereit. Ich habe den Namen deines Behemoths erfahren. Geterian. Oha! Die Fatomatinenscheibe hat verrückt gespielt. Sie ist auf 79%. Wie hast du das gemacht? Einer der Vorteile einer Wahrsagerin. Na gut. Ich schätze, ich brauche es nicht zu wissen. Aber ich bin froh, dass du es getan hast, was es auch war. Vielen Dank. Bereit für eine kleine Messerstecherei? Drück es nicht so aus. Tut mir leid, ich habe nur versucht, ein wenig Anspannung abzubauen. Unsere Vorstellungen davon, was entspannt ist, unterscheiden sich gewaltig, Greta. Du scheinst jedoch entspannt zu sein. Ich vermute, das ist das Wichtigste dabei. Gut, ich werde den Dolch jetzt... einführen. Bist du bereit? Leg los. Sie ist normal. Und? Wie sehe ich aus? Wir haben es geschafft, Grete! Ja, ich weiß. Du bist die beste Fortuna. Vielen lieben Dank. Oh, ich war so nervös. Oh, mein Herz war fast zersprungen. Wo ist der Behemoth jetzt? Entkommen. Während du den Dolch in mich stießt, führten wir ein sehr heftiges Gespräch, das mir vorkam, als würde es Ewigkeiten dauern. Und schließlich bekam der Behemoth Angst vor mir? Es war, als hättest du mir eine Energie geliefert, die größer ist als dieses Universum. Ein unglaublich bestärkendes Gefühl. Du bist fantastisch, Fortuna. Ich freue mich sehr für dich. Was nun? Ich werde eine Runde drehen und die guten Neuigkeiten teilen. Vor allem mit Dahlia, auch ihr verdanke ich mein Leben. Ja, sie verdient mehr Anerkennung als sonst irgendwer. Ich verspreche, ich komme dich bald wieder besuchen. Ich habe hier nicht nur meine Freiheit gewonnen, ich habe auch dich gewonnen. Ich bin auch froh, dich kennengelernt zu haben. So, mach's gut, bis bald. Auf Wiedersehen. Ohne den Behemoth hätten wir es nicht geschafft. Und ich wette, das wäre auch das, was sich noch auf den Rest des Spiels ausgewirkt hätte, wenn sie gestorben wäre. Weil sie wäre 100% gestorben. Das ist zumindest meine Vermutung. Naja, wow. Krass. Krass, krass, krass. Wir haben eine Spinne da. Liebe Fortuna, ich würde dich gerne nochmal besuchen, wenn das in Ordnung geht. Ich möchte dir erzählen, wie es mit Edana gelaufen ist. Uiuiui, das klingt super spannend. Das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like da und sag mir, wie du dich entschieden hättest. Ob du genauso gehandelt hättest oder anders. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao.